Ich bin sehr lange. Ist ja Tor. Also hier waren wir definitiv noch nicht. Ne, das stimmt. Kommen wir auch nicht bekannt vor hier. Sieht hier alles ein bisschen gleich aus. Ja, hier wollen wir schon. Und noch einer, ne? Ja. Jupp, jupp. Hier sind wir jetzt. Das blaue Feuer ist aber weg. Ist das etwas? Oh, der hat mich einmal angetippt und die Hälfte meiner HP ist weg, ey. Oh, ich hab noch den Buff aktiviert. Geht doch nicht. Ja, wie machen die hier extrem viel Schaden? Also ich hab eh weniger Rüstung, aber trotzdem. Die komischen Linnenskelette da sind extrem, was dann Schaden gibt. Dafür, dass die halt so überhaupt nicht stark aussehen, muss ich sagen. Oh, hier ist die Katze. Jetzt alles tot? Waren wir schon, ne? Eben gerade. Mist, haben wir noch nicht. Oh, ne. Oh, ne. Mhm. Noch ein Tor, also hier waren wir auch noch nicht. Echt jetzt, wegen dem Typen da hinten können wir jetzt ihn hier nicht benutzen. Willst du mich doch verarschen? Der kann uns angreifen, ey, warte. Können wir hier auf die andere Seite gehen? So dumm, ey. Immer diese aggressiven Leute da. Ich mag in solchen Games oft nicht diese Sachen mit vielen Gebäuden, weil ich... Hier schon? Es sieht alles so gleich aus. Ich weiß ja nie, ob ich hier schon war oder nicht, weil das... Die Gebäude sehen halt also ähnlich aus. Da erinnere ich mich eher an die Gegner, als an die Gebäude. Was blöd, wenn wir die schon gekillt haben. Wo es hier lang geht. Hier kannst du einfach rumlaufen. Ist ja ist anscheinend auch verkehrt. Aber. Geht's denn hier lang?
Du musst irgendwo hochklettern, war das vielleicht? Oder... Ich überleg auch gerade. Ich würde sagen, wir teilen es mal auf und gucken mal. Müsste jedes Mal in der Nähe tot sein. Die Map hilft halt auch null, weil hier alles kaputt ist. Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob du da hingekommen bist, wo du gerade bist. Ja, das hat den Nachteil, wenn man sich aufteilt, ne? Selbst wenn ich jetzt den Weg finde, wirst du niemals wissen, wie du hierher kommst. Das ist halt so. Schon, dann musst du sehen, wir sind doppelt so schnell, den neuen Weg zu finden. Weil sonst trittst du mir die ganze Zeit hinterher und ich hab null Ahnung, wo es hingeht. Weil ich laufe schneller aber als du. Hier ist nix. Das ist ja das Problem. Weil das ist dann am Ende nur so, dass ich die ganze Zeit auf Rummler renne und du weißt, was ich für einen Orientierungssinn habe. Bringt ja gar keinem irgendwie was. Hergekommen. Ist leicht nervig gerade. Nee, ich bin hier geht's auch nicht weiter. Oh, ich habe einen zweiten Schrank gefunden. Ich hab ein Loch gefunden. Wir gehen mal gerade zu diesem großen... Ah, da bist du. Hinten. Den Schrein natürlich jetzt ist ein Loch. Ist ein komplett anderer Weg. Hier hinten können wir den Schrein hoch, benutzen oder nicht? Lass mal das hier machen und den dann nutzen. Okay, dann kann man hier nur runterfallen. Weird. Ja, lass platzen. Ich höre das nicht so ganz, aber naja. Ich werde auch kurz mal die Jutsus ändern, meine Feuerattacke bringt null hier. Weil die alle immun sind gegen Feuer. Und das. Dann bin ich hier hoch. Und keine Ahnung, wie hier schon waren. Waren wir schon. Echt jetzt, der Schrein hat auch nicht geholfen. Ja, hier bist du halt mit durch das Feuer durch, hast hier die Items da geholt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite von dem Mauer ist was. Hier irgendwo rüber. Ja, hier. Oder? Ah ja. Ach, da vorne, ja. Müssen hier lang, glaube ich. Ja. Ist gut, dass dein Feuer da steht.
Bus. Hier ist jetzt kein Wasser, oder? Hast du irgendwas gesehen? Hast du irgendwie Wasser gesehen? Ne? Nee. Müssen wir jetzt einfach da durchrennen, oder was? Kann man außen rum? Ich guck mal kurz. Scheint richtig viel zu sein. Feuer. Ja, hier geht's auch durch. Also bringt gar nichts. Hab ich ja gerade gesagt, ob man außen rum kann. Wird's hier zurückgerannt? Bist du mir echt leid, aber das Gebiet ist ein Scheiße. Ja, wie kommt man denn da hin? Ist das der zweite Schrein jetzt wieder? Welcher ist das? Ist das der erste? Ne, hier geht's weiter. Also muss das ein anderer Schrein sein. Aber rechts. Ja, wenn sie mich anschreit. Ich war zu langsam. Ich hab sie eigentlich auch gekontert, aber. Ja, meine Attacke ging nicht durch. Hab mich gegriffen, bevor das durch war. Gott, war die gerade nervig. Bis jetzt. So herbeiwinken. Achso, hier lang, ja. Ich habe aber eine komische Stimme. Ich finde, die klingt genauso wie deine. Achso, na dann. Wie deine echte Stimme. Darum hat sie halt auch den Helm auf, weil die weiß, dass du in Real Life den Helm trägst. Cool, müssen wir jetzt hier lang oder wo? Gegen. Hier ist blaues Feuer. Ist auch der Yoko-Wern. Ich glaube, wir sind jetzt endlich da, wo wir vorhin waren. Nach 50 Stunden rumirren. Leicht ätzend ist hier noch irgendwie was. Hier geht's auch wieder weiter. Oh,
Oh, cool. Boah, Alter, da hat er richtig viel Damage gerade bekommen. Ja, ja. Das ist eine Wasserattacke. Genau, eine Wasserattacke. Ich dachte mal so, dass das hilft, wenn die alle immun gegen Feuer sind, dass wir halt schwach gegen Wasser sind. Kleine Sekunde, ich habe was umgestoßen. Die sind tatsächlich schwach gegen Wasser. Die alle ihre Köpfe, wenn du vor denen stehst. Bin ja schlimm, ne? Keine Ahnung. Vielleicht, Hier ist noch. Ach, dann können wir den benutzen. Oder ging's? Ich weiß nicht, welchen Weg es weitergeht. Fuck, ey. Dann lassen wir noch diesen einen. Ach, das ist ein. Interessant, der hier. Den konnte ich von Weitem sehen, aber weil die Kisten noch nicht gespawnt sind. Oh Mann. Wo war das Yokai-Reich eben hier? Das ist erstmal hier. Das Rad besiegen. Da kann ich hier die Eis. Das Eis hier zu benutzen. Den ist auch als 360 Grad Drehung, ne? Naja. Ich dachte, er greift nach vorne, aber der hat mich dann von hinten noch gegriffen. Ja, er benutzt ja seinen Kopf und dann dreht er den so komisch einmal. Was haben wir denn hier? Wer macht denn das? Also war es nicht dieser. Nicht das Rad diesmal. Ich war schneller. Jetzt noch. Ach, bist oben. Ja. Welcher Gegner macht denn hier das blaue Feuer? Macht der hier. Das Rad. Warte kurz. Das Rad. Ja. Moment. Du schon wieder einen Haufen? Ja. Mega schlimm, ey. Nee, kurz wieder Chat-Nachrichten. Ich greife jetzt an. Mach das. Geht halt viel ab, eben.
Der NPC folgt mir nicht, der folgt anscheinend nur dir. Okay, ich komm. Der stand irgendwie gerade oben, hat mir zugeguckt. Naja, der stand bei mir, hast schon recht. Ist bloß nicht gesehen. Bei mir stand er neben mir, darum dachte ich, der kommt mit. Sonst hätte ich das jetzt auch nicht unbedingt gemacht. Ich dachte nur halt, dass der NPC halt mitkommt. Also ich würde sagen, jetzt einmal fix den Schrein suchen. War denn der, weißt du das noch zufällig? Ach Mist, ich verstehe wieder nicht, wo wir hergekommen sind und wo wir hin müssen. Waren wir hier oben schon? Waren wir hier schon irgendwie? Gehen wir von hier da hinten, ist nicht Schrein, das ist nämlich ein anderer. Nein. Kannst du auch den neuen Kopf da jetzt schon. Da durchdreht. Ja. War denn hier der Schrein? Oh, hier nicht. Ja, der Schrein war doch da hinten, als du da hingeguckt hast. Auf dem war Dach. War das nicht ein anderer? Nein. Wo der mehrere Zäune entfernt war. Ich glaube, von da sind wir aber auch gekommen. Weil hier geht's ja scheinbar wieder weiter. Oh Gott, das ist der. Hier ist nichts, cool. Klar, man kann auch unsere Zeit so ein bisschen verschwenden. Muss man aber nicht. Ja, lass mal zu dem Schrein. Guck mal, der jetzt gerade ist. Hinten war, glaube ich, irgendwie. Nee, vor oben sehen kann. Ja, ist halt schon ein anderes oben, ich sehe den nicht. Ich mag das Gebiet nicht. Es tut mir leid, falls es von irgendwem jetzt das Lieblingsgebiet ist, aber ich sehe überhaupt nicht, wo es hier weitergeht. Du hast eigentlich schon irgendwelche Zäune, wo man sich so denkt, okay, warum trittst du nicht einfach den Kackzaun nieder? Naja. Oh, da ist ein Yokai-Ray. Echt? Ja, jetzt, wenn du hier nach da guckst, in die Richtung, in die ich jetzt gucke. So, jetzt nochmal. Hier, in die Richtung, geradeaus, weiter, okay. Ist ein Yokai-Ray. Also, wenn wir hier übers Dach weitergehen, können wir da nachher hin. Warte kurz, ich mach mal das hier. Nicht, dass wir jetzt wieder sterben, alles für vorne machen. Na, eben. Aufleveln. Ja, hier ist er. Genau. Ist das ein Rad?
doch ein blaues gleich. Hm? Daumen. Der NPC greift aber erstmal das Rad an. Oh, Headshot. Ja, das ist. Ja, wo ist das schon wieder? Oh, ich bin am Pfeil gestorben. Vorne sind wieder Schmetterlinge. Ja, aber die sind irgendwie nie da, wenn da Gegner sind. Du gehst bis zurück. Geheime Hoffnung habe ich jetzt bekommen als so viele. Ja, ich auch. Bestimmt, weil wir alle Schmetterlinge gefunden haben oder so einen Kram. Weil wir so lange rumgehört sind, bis wir irgendwann alle hatten. Zieh vielleicht rein. Ja, ist dann bestimmt sehr vielleicht Endboss. Und jetzt hier nochmal eigentlich, ich hoffe, dass es Endboss ist. Ich habe keine Lust mehr auf das Gebiet. Naja, ja. Das ist definitiv hier. Und hast noch irgendwelche letzten Wünsche? Ey, geht erstmal weg. Ciao. Also, beim Boss, da bin ich raus, ne? Ja, dass wir das hier schaffen. Das wäre mein Wunsch. Und dass die Sequenz cool ist, die jetzt kommt, die Cutscene. Mojaku. Tomo wo motomete oru you da. Das ist eine Katze in der Cutscene. Kennen wir die? Ist das die Frau von Nobunaga, die jetzt ein Yokai ist, oder? Ich glaube nicht. Bin mir nicht sicher, aber nicht. Der Name stimmt nicht. Ja, deswegen frage ich, weil ich den Namen nicht gemerkt habe von der Frau. Oh. Hier sind doch kleine Viecher, Vorsicht. Ja, hier sind noch kleine Viecher. Musst aufpassen. Thank you.
Ja. Wie war das? Ja, jetzt nicht so mega schwer, ne? Nee. Mal sehen, was jetzt kommt. Tokichiro, ob der sich da erklären kann, wenn er jetzt da sein sollte.今度は光輝く美しい石を送ってくださいました。願いが叶う石だとか。ですがこの石を見ると胸騒ぎがして。 望みに身を任せるのはなんとも薄気味悪くて、争いは終わらない。人が人たる限りはそれが世の理なのでしょう。しかしあなたの身には人の業さえ超える力が秘められているはず。 夫長政の死により愛を失った私に強く生きようと命じた兄と姉、その二人も今や炎の中に倒れた。これ以上の悲しみ、破滅へと私を誘うやもしれません。 どうかご無事で。 Ja, der Neunschwänzige. So, na gut, wir haben wieder 1, 2, 3 Nebenmissionen und eine Hauptmission. Der Nine Tails war recht nice für mich aktuell, bloß er völlig nichts zum Beiden. Der gibt Bonus Feuerschaden und dass du mehr Anima bekommst, wenn der Gegner brennt. Nur ich erfülle da nichts von denen. Weil es alles so nicht Stats sind, die ich so wirklich benutze. Okay, wenn ich einen Punkt reinpacke, kann ich Feuerschaden hochbekommen. Muss mal gucken, dass ich den vielleicht nachher benutzen kann. Weil ich benutze recht oft Feuer. Wie du, glaube ich, schon gemerkt hast. Geringfügig. So, wir haben gewechselt. Und was ist das nächste? Ja, ich guck gleich, Moment. Kurz nur was.
meine Einstellungen kurz tätigen. Bin mal ganz kurz wieder weg, wenn du ein bisschen brauchst. Ja. So. Sorry, dass ich gerade so semi-AFK war. Ich muss da kurz was einstellen. Okay. Das hier wird die nächste. Ich mache aber erstmal Level-Kram hier. Was haben wir hier? Erhöht die halt eine Menge Anima. Perfekt. Die magischen Höhlen dich. Windenergie, die den ganz abprallen lässt, ist eigentlich auch nicht schlecht, aber na gut, machen wir das so. Ja, so langsam wird's, denke ich mal. Oh, hier. Samurai, neuer Punkt. Was ist hier? Achso, Waffenwechsel. Ja, genau. Deswegen habe ich das nicht geskillt. Den Schaden von Bögen in hoher Haltung erhöht deine Angriffskraft, wenn das Yuka erreicht mit einem perfekten Ki-Impuls. Gedönst. Was haben wir hier unten? Reduziert den Schaden bestimmt der Fähigkeit um 20. Im Gegenzug verbrauchen sie weniger Ki. Na gut, Schadensbonus basiert auf Magie, brauche ich nicht. Okay, Angriff mit bloßen Händen ist auch doof. Das ist auch mit bloßen Händen. Das andere war, erhöht den Schaden mit bloßen Händen. Na gut, irgendwie ist alles doof. Das, was ich jetzt noch skillen kann. Machen wir das. Vielleicht kriegen wir dann hier bessere Sachen, aber sieht nicht so aus.
So, dann gucken wir mal, was wir Neues an Waffen haben, eventuell. Stufe 81, wir haben keine, die höher sind, ne? Oh, hier war sogar eine Yokai-Waffe. Ah, hier 83 hätten wir. Oder hier 85. Na, können wir mal die 85er nehmen und mit den Meisterfäusten verbinden. So, Bögen haben wir keinen neuen. So, ein paar Rüstungsteile haben wir aber gefunden. Okay. Okay, da sind wir leider wieder bei 70%, das ist nicht gut. Wir müssen ja gucken, dass wir da oben bei dem Ausrüstungsgewicht nicht wirklich über oder auf 70 kommen. So, Medizinbehälter hier, welchen ersetzen wir denn? Wir haben da 11,7% Chance. Ah, ne, ist, weiß ich nicht. Tier 14 und 12%. Ich finde das mit dem unbegrenzten Elixier gar nicht so schlecht, deswegen behalte ich das irgendwie. Genau, ich will Seelenbild. Ich will meine Meisterfäuste nehmen. Und die 85er Waffen hier benutzen. So, und sie können wieder neue Sachen schmieden, wie es aussieht. So, einmal alles durchskippen hier. Damit das neue Symbol da verschwindet. Und dann können wir mal gucken, hier beim Verändern. Rüstung. Ach ne, so müssen wir alles zerlegen, sonst ist das zu viel hier. So. So, dann ist es übersichtlicher. Gucken wir ganz kurz, gibt es hier so ein Fuma-Set? Hatten wir das schon mal? Aber ich will das Oberteil nicht. Ach doch, da fuhr mein Ninja rum. Ja, das hatten wir schon mal. Na gut, dann tragen wir weiter unser Yatagarasu.
Haben wir davon schon jetzt mal die Schuhe gefunden? Ja, leider nicht, muss ich den Kampf irgendwie irgendwann nochmal machen. Hätte auch mal seine Schuhe bekommen. Sind wir erstmal irgendwelche anderen schwarzen Botten, die hier. So, die Handschuhe haben wir da wieder. Und die Hose bzw. den Hüftschutz haben wir auch. So, sehr gut. Bei der Waffe weiß ich gar nicht, ob wir da ein anderes Aussehen haben wollen, weil die Meisterhandschuhe sehen schon ganz cool aus. Also, Amy hatte Computerprobleme. Problem ist bloß, sie hat einen Mac und das ist irgendwie mega kacke, dann irgendwie dazu helfen zu wollen. Na, das kann ich verstehen. Weil allein hier, wenn du versuchst, irgendwie den Taskmanager zu öffnen, kannst du voll vergessen. Besitzt Mac überhaupt sowas? Taskmanager nicht, nein, aber was, irgendwie was ähnliches. Ja, was ist das nächste? Das nächste ist wieder eine Nebenmission namens Entführung. Und da steht drin, ich höre immer häufiger davon, dass Leute in der Gegend um Ishiyama Honganji verschwinden. Zunächst dachte ich, sie wären entführt worden. Denn das ist heutzutage ja leider nichts Ungewöhnliches mehr. Aber offenbar sind nur Kinder verschwunden. Ich fürchte, es steckt etwas anderes hinter der Sache. Aber wie dem auch sei, jemand sollte dem nachgehen. Meinst du nicht auch? Ja, was ist? Meinst du nicht auch? Me not know. Me know. Na, ganz oben habe ich ja schon erzählt, da wird die blaue Leiste erklärt in diesem Ladebildschirm. Hoffen, das ist meine mit Nebenmission, ne? Das ist eine Nebenmission. Ja. Genau. Hoffen, dass die wieder kurz ist. Oh nein! Wie kann man hier nicht rüber? Nein, das ist so doof. Geht's aber da lang? Geradeaus. Immer hier lang. Oh nein, da liegt Schott im Weg. Ich kann da nicht rübersteigen. Wir haben uns mal gesehen da vorne. Ich habe das Geräusch gehört, ja. Wer greift das an? Ach, von da oben, Ich seh den nicht mehr, what the fuck? Der Junge greift nicht an. Ach, den meinst du? Wollen wir erstmal die unten machen? Ich glaube, wir müssen nach oben, maybe, vielleicht. Oder? Ne, ich glaube nicht, dass wir nach oben müssen. Ach, ich weiß echt nicht. Ich weiß es auch nicht. Okay, wieder Nebel. Wir haben noch keins gekillt. Ja, wir haben keine Punkte zum Blocken. Ja, das ist echt kacke. Also für diesen Yokai-Counter. Der ist gerade mal wieder weggelaggt. Ich dachte, ich bin sicher, aber plötzlich war der vor mit mich angegriffen. Na, was gibt's hier jetzt wieder? Eine Katze. So eine Truhe.
Da ist auch eine Katze, noch eine für dich. Lol. Jetzt haben wir beide eine Katze. Ja, was? Und ich bin mitten in die Paralyse rein, ja. Das nennt man unlucky. Ich komme nicht dazu, das Ding anzuwerfen. Die ganze Zeit greift mich irgendwas an. Och, jetzt reicht's mir. Warte, seid ihr mal alle fertig? Das war hier gerade leicht nervig, war das bei dir auch so? Ja. Die haben nicht viel Damage gemacht, ich konnte nichts machen, weil immer irgendwas angegriffen hat. So, geht doch. Ich wollte nur diese doofe Lampe kaputt machen. Dobi Lampe. Für so eine Lampe. Ich kann nicht angreifen. Was mal entschlagen. Ach, hast du weggeschossen? Ich habe ihn nicht weggeschossen. Ich trete ihn immer auf den Kopf, wenn du mich angreifst. Ja, aber. So lustig. Vor allem angreifen, aber dass ich ihn weggetreten hast, ist er. Ist weit weg gewesen. Dahinter verstecken, ey. Okay. Wow. Tut mir so ein bisschen leid. Wieso willst du lieber von denen getötet werden? Ja. Hä? Tschüss. Warte. Ich hab Mist. Hör auf! Was mich leicht stört ist, ich habe jetzt aktuell, dass selbst wenn ich Damage zufüge, das hatte ich vorher nicht, der Damage lag. Das heißt, ich treffe die, die kriegen Damage und auf einmal passt sich das an dir an, die haben wieder voll HP oder so eine Kacke. Komischerweise, und das verstehe ich dann in dem Spiel nicht, habe ich genau das gleiche. Ich damage die, die kriegen plötzlich Damage von mir, auf einmal zack, sind sie wieder voll. Also leicht dumm, wenn
das Spiel bei beiden das berechnet und dann sind die wieder full life. Alles was, okay. Oh, warte. Hörst du auch so ein komisches... Ja, so, hoi, hey, hoi. Die ganze Zeit. Ja. Aber zu lang. Ich höre den anderen weg. Ja. Nur hier lang. Tja, was jetzt, hast du jetzt beschlossen? Okay, geht's in den Tod. Ja, da. Also bitte. Los geht's. Also. So bestimmt leid ihm jetzt, wenn ich hier lang gehe. Oder nichts. Nichts ist fast so gut wie ein Item. Ist ja auch nicht, ja. Recht enttäuschend. Okay, hier sind wieder recht viele Leichen auf einem Fleck. Natürlich. Dass er mich noch getroffen hat, wo ich hinter ihm stand. Der ist an einer. Na, was ist das? Dör ich nicht. Das ist auch schon klar. So, finde der. Weil du sie, weil du sie getötet hast, da sie runtergefallen ist. Gibt's nicht irgendwie ein Item oder so, ne? Also eine Truhe oder so. Ach, hier ist es. Ja, weil sie da runtergefallen ist. Weil ich muss noch nicht runter kann. So, die nächste Mission wäre auch wieder eine Nebenmission. Willst du wissen, was da drin steht? Also ich denke mal, wir haben jetzt nicht so viel bekommen.
Ist ja witzig. Leider auch zu schwer.